Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Webinar in unserer Reihe Grün Berlin Talk. Heute geht es um Hate Speech laut und stark gegen Hass im Netz. Wir haben uns vorgenommen, da heute drüber zu sprechen, weil gerade viele grüne Frauen, grüne insgesamt, aber insbesondere grüne Frauen, linke Frauen auch, davon natürlich sehr, sehr betroffen sind. Und deswegen war es uns ein Anliegen, dieses Thema nochmal in einem Webinar heute zu besprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu heute zwei Gäste haben. Zum einen hat Annalena von Hodenberg sich bereit erklärt, mit uns heute zu sprechen. Sie ist die Geschäftsführerin von HateAid. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und zum anderen Renate Künast, MdB, kennt ihr, glaube ich, auch alle schon, hat zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, hat da sehr viele Erfahrungen mitgemacht, vieles aufgeschrieben und nicht immer ganz konventionell, sondern manchmal auch etwas unkonventionell damit umgegangen. Da wirst du sicher gleich noch was zu erzählen. Renate, ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir jetzt tatsächlich gleich einsteigen, richtig, würde ich gerne noch zwei, drei technische Hinweise loswerden und dann geht's auch gleich richtig los. Unser Webinar heute wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr zwischendurch mal kurz raus müsst, und aber nichts verpassen wollt, ihr könnt kurz rausgehen und könnt euch das danach dann nochmal später auf YouTube anschauen. Wenn ihr selber Fragen habt, Fragen stellen möchtet, ihr konntet ja bereits im Vorfeld schon Fragen einreichen, aber ihr könnt auch Fragen und Kommentare während des Webinars unter dem Button Fragen schreiben und dann werden wir einige davon auch live heute im Webinar stellen. Wenn ihr technische Probleme habt, könnt ihr auch das unter Fragen schreiben und dann wird unser Mitarbeiter Sebastian oder unsere Mitarbeiterin Lara, die heute beide dieses Webinar hier betreuen, werden euch bei technischen Problemen weiterhelfen. Bevor wir jetzt richtig starten, würde ich vorschlagen, dass wir, weil immer noch Leute laufend reinkommen, damit wir noch ein bisschen abwarten, bis die Letzten auch wirklich da sind, würde ich sagen, wir starten mal mit einer kleinen Kurzumfrage, um mal zu erfahren, wer ist eigentlich hier so unter den Zuhörerinnen, beziehungsweise welche Erfahrungen habt ihr als Zuhörerinnen mit diesem Thema? Und deswegen die Kurzumfrage einmal, hast du selber eigentlich schon Hass im Netz erlebt? Und entweder ja, oder eben nein, aber bei anderen gesehen oder nein, zum Glück noch gar nicht. Und da könnt ihr jetzt einmal kurz antworten. So, ich glaube, jetzt haben auch die meisten inzwischen geantwortet. Und wir haben ein Ergebnis dieser Umfrage. Und ihr seht das, jetzt knapp ein Viertel der Leute, also 24%, haben selber schon Hass im Netz erlebt. Über die Hälfte, 51%, haben es bei anderen NutzerInnen schon beobachtet. Und nur ein Viertel der Leute sagt, nein, habe ich noch gar nicht erlebt. Also wir sehen, dass ganz, ganz viele Menschen damit schon Erfahrung machen und meiner Meinung nach zu viele Menschen unserer Meinung nach. Und deswegen wollen wir das Thema jetzt tatsächlich nochmal vertiefend bearbeiten. Ich habe eben unsere beiden Referentinnen schon begrüßt. Annalena von Hodenberg, die Geschäftsführerin von HateAid und unsere MdB Renate Künast. So, und dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir erst einen Input kurz von Annalena von Hodenberg hören und im Anschluss dann von Renate etwas hören und danach dann in den Austausch und zu den Fragen kommen. Also bitte, Annalena. Genau, man hört mich gut. Okay, prima. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und vielen Dank, dass wir über dieses Thema sprechen können. Ja, digitale Gewalt beschäftigt uns bei HateAid seit 2 Jahren, seit wir die Organisation gegründet haben oder sogar schon vorher. Mit Renate war ich ja schon vorher im Austausch. Und digitale Gewalt, vor allen Dingen gegen Frauen, ist ein Riesenthema, das wir beobachten. Und das, was wir sehen, ist eben, dass digitale Gewalt gegen Frauen eine ganz besondere Qualität hat. Und zwar, wenn ich das mal so ein bisschen mit Zahlen sagen kann, also wenn man jetzt guckt, wie viele Frauen haben sich eigentlich an HateAid gewandt und wie viele Männer, dann sind das 65% Frauen, 35% Männer, würde man sagen, ja, ist mehr, aber jetzt, ne, ist jetzt auch nicht die überwiegende Mehrheit. Aber wir machen ja
Prozesskostenfinanzierung und unterstützen auch bei der Anzeigenstellung. Und da sind eben von allen Inhalten, die wir bisher gemeldet haben oder wo wir auch gesagt haben, da würden wir Prozesskosten übernehmen, 80% der Inhalte von Frauen und nur 20% der Inhalte von Männern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Frauen eben aus unserer Erfahrung heraus mit 500 Klientinnen, mit über 300 Fällen einfach viel heftiger angegangen werden. Und das, was wir beobachten, ist eben, dass Frauen vor allen Dingen sexualisiert angegangen werden. Also das ist eigentlich der Klassiker. Es ist überhaupt nicht, also dass sozusagen es eigentlich keinen richtigen Angriff gibt, der nicht sozusagen, also gegen Frauen, der nicht ab dem dritten Kommentar eigentlich eine sexualisierte Konnotation hat und ganz schnell eben auch so dieses in die Vergewaltigungsandrohung zum Beispiel geht. Und wenn ich sozusagen differenziere zwischen Frauen und Männern, dann muss ich das auch noch mal ein bisschen mehr differenzieren, weil ich spreche halt von weißen heterosexuellen Männern und Frauen. Das sieht dann bei homosexuellen Männern oder bei zum Beispiel Black Männern, BPOC, sieht das noch mal ganz anders aus. Genau, das können wir sozusagen erstmal zu der Qualität sagen. Also es ist oftmals sexualisiert und Frauen werden öfter und heftiger angegriffen. Wir sehen sozusagen auch, dass eben die Angriffe gegen Frauen auch, also nicht nur, aber in vielen Fällen eben auch eine politische Konnotation haben. Also wir sehen das vor allen Dingen eben Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, feministische Aktivistinnen, aber auch PolitikerInnen, KommunalpolitikerInnen, JournalistInnen, die eben zu diesen Themen berichten, dann eben auch sehr massiv angegangen werden, sehr heftig angegangen werden. Also das Feminismus ist auf jeden Fall ein Reizthema. Und das ist es vor allen Dingen auch für eine organisierte extreme Rechte, die im Internet eben die im Internet eben unterwegs ist und sich da sehr klar und sehr professionell organisiert, aber geht eben auch bis in die Mitte der Gesellschaft. Also man kann sozusagen sagen, dass unter den Trolls und unter den Rechtsextremisten und den Islamisten und unter den sozusagen diesen Männerbewegungen ist sozusagen der Kleinst und den Antisemiten ist irgendwie, die sich auch auf den Imageboards rumtreiben, ist eben Frauenhass oder Gewalt gegen Frauen eigentlich sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann. Und das, was ich vielleicht sozusagen, bevor wir danach steigen wir auch in die Diskussion, aber was ich zum Schluss nochmal gerne nochmal betonen möchte, ist eben, dass wir gesehen haben in der analogen Welt, dass Frauen sich in den letzten seit der Frauenbewegung 60er, 70er Jahre, sich viele Räume und viele Rechte erkämpft haben. Also wenn wir uns überlegen, dass bis 1996 Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel noch legal war, dann Frauen sich sozusagen, ich überlege, was meine Großmutter erzählt hat, die nicht mal alleine ein Hotelzimmer sich mieten konnte in den 50ern und 60er Jahren, kein Eigentum und so weiter, das ist alles noch nicht so lange her. Und Frauen sich auch im öffentlichen Diskurs auf der Straße haben Sachen gefallen lassen müssen, die so ganz normal waren oder sich in der U-Bahn betatschen lassen und so weiter. Sage ich auch nicht, dass das nicht noch passiert, aber da sind wir im analogen Leben eben haben Frauen sozusagen sich wieder Räume erkämpft und erstritten. Und das, was wir im Digitalen sehen, ist, dass eben genau diese Räume dort wieder in Frage gestellt werden und versucht wird, sich eben auf eine wirklich enthemmte Art und Weise diese Räume wieder zu eigen zu machen und da eben diese ganzen roten Linien, die auch sich die Frauen im Analogen in den letzten Jahrzehnten sich erkämpft haben, die da wieder einzureißen. Und einer nicht der Einzige. Aber also da sehen wir sozusagen viele Faktoren, die man da als Gründe sozusagen aufführen kann. Einer ist sicherlich eben natürlich ein Privilegienverlust. Ne? Wenn Frauen sozusagen sich mehr Rechte erstreiten, dann müssen Männer auch das eben akzeptieren und müssen eben auch ihre Privilegien abgeben. Das machen nicht alle immer ganz gerne. Wer macht das schon gerne? Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, aber wir sehen eben auch, dass
genau, also einerseits Privilegienverlust, aber eben auch ganz klar sozusagen eine politische Bewegung, die sozusagen wieder ein Frauenbild wie aus den 50ern oder den 60ern eigentlich gerne wieder installieren würde. Und das eben nicht nur in einem rechten und rechtsextremen Bereich, sondern eben auch sozusagen auch leider bis in die Mitte der Gesellschaft, muss man leider sagen. Vielleicht erstmal so viel. Ja, vielen, vielen Dank für den guten Überblick erstmal. Und ich glaube, wir werden jetzt noch mal einen Ticken konkreter, wenn Renate jetzt kurz berichtet. Annalena hat es ja jetzt eben gesagt, dass insbesondere Politikerinnen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, da häufig in den Fokus geraten. Ich glaube, viele von uns grünen Frauen kennen das und kennen diese E-Mails. Auf kommunaler Ebene fängt das an, ja. Ich glaube, gerade viele Frauen aus unseren BVVen können da schon ein Lied von singen, aber je weiter nach oben man kommt sozusagen und je bekannter man wird, desto mehr nimmt das dann natürlich einfach an Menge auch zu. Und ich glaube, Renate, du bist eine von denen, die da wirklich besonders viel abkriegt sozusagen. Und genau, ich wär sehr dankbar, wenn du uns einmal einen Einblick gibst, wie du damit umgehst und genau, welche Erfahrungen du damit jetzt gemacht hast bisher. Du bist noch stumm geschaltet. Jetzt, sorry. Das ist komisch. In diesem System hier sieht man nicht, ob man stumm geschaltet ist oder nicht. Gut, ich will aber gleich hinten anknüpfen bei dem, was Annalena gesagt hat. Ich bin ja sozusagen eine ihrer Klientinnen. Ja? Wir haben da schon viel miteinander diskutiert und ich bin froh, dass es sowas wie Hate Aid gibt, will ich nochmal sagen, weil einfach, also selbst für mich mit den vielen Strafanzeigen, die ich gemacht habe, also irgendwann, und das ist, glaube ich, auch das Ziel derer, die da aktiv sind, kommst du damit ja zeitlich gar nicht mehr klar. Ja? Und ich habe immer noch ein Bundestagsbüro und Mitarbeiterinnen, die aber eigentlich nicht dafür bezahlt werden, ja, sowas zu machen. Und man sieht aber, wie viel das frisst und wie viel Zeit es ist. Und man kann das auch gar nicht alles lesen. Mir ist in einem Verfahren mal aufgefallen, ja, ab wann haben Sie denn Kenntnisse erlangt? Und so war die Frage. Und da hatte ich fast den Eindruck, wie Sie glauben nicht, dass man von irgendwelchen Sachen so spät Kenntnis erlangt, weil sich wahrscheinlich eine Richterin oder ein Richter vorstellt, wir würden da jetzt 24/7 sitzen und den ganzen Tag das Netz durchforsten, um zu gucken, ob einen einer beleidigt oder falsche Zitate unterschiebt. Das kannst du natürlich nicht machen. Vielleicht macht man es am Anfang mal, aber irgendwann merkst du ja auch, dass es einem Energie absaugt und du musst ja auch mal arbeiten, ja, zum Beispiel, oder Freizeit machen. Sodass man dann eigentlich am Ende Hinweise kriegt. Annalena hat doch am Ende auch diesen Punkt gemacht, nochmal, dass gerade dieses, also das, was vor Jahrzehnten sozusagen analog vielleicht noch galt, was wir uns als Frauen dagegen erkämpft haben, jetzt auch digital stattfindet. Ich möchte da noch eins draufsetzen, nämlich, dass ich mal ehrlich sagen muss, das, was ich hier im Netz lese, teilweise, habe ich analog nie erfahren, ja. Also dieses, dass da Leute sagen, wenn du dich mit bestimmten Situationen auseinandersetzt, insbesondere wenn es ums Geflüchtete geht oder so, oder wenn du nur wagst in einer Fernsehsendung wegen der Übergriffe, Straftaten da an der Kölner Domplatte in der Silvesternacht, das dann zu sagen, ja, aber wir wollen, sollen und müssen uns auch breit mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, dass du das, wird dir schon gleich erstens untergeschoben, du würdest jetzt die Gruppe der Nordafrikaner irgendwie exkulpieren und entschuldigen wollen und das nicht ernst nehmen. Wo wir Männer doch jetzt ernsthaft für Frauenrechte kämpfen, da schwillt mir dann auch schon wieder, stehen mir auch schon die Haare zu Berge vor Wut. Ich habe wenig Männer gesehen in dem Kampf vorher, ja. Aber der andere Punkt ist auch, dass dann relativ schnell aus rechtsextremen Ecken kommt, dir wünschen wir auch, dass sie mal von einer Gruppe Nordafrikaner vergewaltigt werden oder so. Das ist ja irgendwie atemberaubend. Du sitzt da manchmal und denkst, oder ich frage Freundinnen und Freunde, was gibt es eigentlich in diesem Land für Männer? Ja? Also, wie gehen die mit ihren Frauen, Lebensgefährtinnen um oder so? Es ist ja teilweise unfassbar. Und ich habe ja immer noch einen Kontext mit Büro und euch allen und so, ja, wo ich drüber reden kann, mich wehren kann und so. Bei anderen ist es natürlich so, dass die das absolut fertig macht, ja. Und ich will in dem Kontext auch sagen, es sind natürlich besonders betroffen Frauen, die weit vorne stehen und einfach
sich ihr gutes Recht rausnehmen, die Feministinnen sind, die sich einfach zu allen politischen Dingen äußern, die dem irgendwie auf einigen offensichtlich aufs Gemüt schlagen. Ich habe in diesem Kontext, ich habe ja, als ich vor Jahren damit angefangen habe zu gucken, als ich mal, genau, nach einer Fernsehsendung bei Hart aber fair, so heißt die Sendung, sie ist es nicht immer, da ging es gerade um diese Kölner Silvesternacht, da habe ich am nächsten Tag bei Facebook vormittags 271 gegen 10 Uhr morgens, ja, 271 Posts gehabt, einer hasserfüllter als der andere. Wenn du da runter scrollst, hast du zwei, drei gesehen, die normale Kritik waren. Und jetzt würde man sagen, ach, 271, das war ja der Anfang. Heute geht das teilweise noch schneller und noch mehr und wird immer wieder aufgegriffen. Da habe ich ja dann später mal mit Britta Stuff vom Spiegel zusammen so Facebook-Hater besucht. Und ich habe daraus und auch aus vielen Analysen drumherum und Gesprächen mit Fachleuten sozusagen eins gelernt, es gibt zwei Gruppen, die da tätig sind. Die eine Gruppe ist die, sind wirklich organisierte Rechtsextreme und das andere sind vielleicht Mitläufer oder Einzelpersonen, die irgendwie auch ein verqueres Welt- und Geschlechterbild haben. Ja. Und bei der ersten Gruppe muss man sagen, ist ja eines mittlerweile festgestellt, dass dies systematisch eingesetzt wird. Also Antifeminismus oder Hass gegen Frauen und Zurückweisung von Frauen und das Glauben, dass Mann Macht haben muss über Frauen, ja, gehört zum manifesten Bild eines Rechtsextremen. Ja, da gehört Antisemitismus, Islamophobie, Homophobie, Rassismus und eben Frauenfeindlichkeit zu. Und deshalb taucht es auch in diesem Kontext, je mehr sich der Rechtsextremismus mit den unterschiedlichen Gruppen oder Parteien organisiert hat, desto mehr taucht das da im wahrsten Sinne des Wortes auch auf und wird gezielt genutzt. Und es ist natürlich einer der vielen Bestandteile, die, ich habe ja vor Jahren schon das Wort zum Schreck einiger Zersetzung benutzt. Ja, da waren selbst einige Grüne, Renate, wie kannst du das scharfe Wort sagen? Aber ich bin davon überzeugt. Und wenn du heute nach dem ja, erfolglosen Sturm auf den Bundestag, aber es gab fast einen zweiten Versuch, wenn du heute guckst, den Brexit, wer das finanziert hat, reiche Leute, die viel emotionalisiert haben und Populismus und Rechtsextremismus praktiziert haben, bis hin zum Sturm auf das Weiße Haus, ja, wo du jetzt mit einem irren Aufgebot überhaupt die Inauguration schützen musst. Ja. Und ich meine, die Leute, die da stehen und sagen, hang Mike Pence oder so. Also das gehört ja alles zusammen und ist einfach, also auch dieser Hass gegen Frauen und das, was wir hier als Hate Speech sehen, müssen wir, mittlerweile sehen es auch viele und akzeptieren diese Analyse, ja, auch nach der Ermordung von Lübcke, dem Angriff auf die Synagoge in Halle und so, dass das wirklich eine Organisation ist, die sich, also für eine Art des Sich-Organisierens ist, die ganz grundsätzliche Dinge nicht mehr akzeptiert in dieser Gesellschaft und angreift, und zwar in einer Rohheit, die wir alle, sag ich mal, so gar nicht geglaubt haben, dass es das jetzt geht. Also ich muss schon sagen, unfassbar, was da passiert. Und meines Erachtens haben auch konservative Parteien viel zu lange weggesehen und immer Rechts-Links-Extremismus gleichgestellt. Ich meine, Tötung ist Tötung. Mir ist dann ist egal, ob das ein rechtes oder linkes oder ein sonstiges Hassmotiv war oder wie auch immer. Aber bei der Frage, wie bedeutsam jetzt die und wie massiv diese Intervention in diese Gesellschaft sind und der Versuch zu zersetzen, dazu gehört ja, dass Menschen Angst haben und die unterschiedlichsten Gruppen, Frauen, wie Schwule, Lesben, Muslime, Angst haben sollen und sich zurückziehen. Das dockt ja an die Kernstelle einer Gesellschaft, nämlich eine Gesellschaft lebt ja davon, dass du nicht nur drei Gewalten plus Medien hast als vierte, sondern dass man ein gewisses Vertrauen in die hat und dass sich alle anderen in der Gesellschaft auch engagieren. Und genau da greifen sie an. Sie wollen säen Misstrauen. Und wohlgemerkt sehen sie nicht Misstrauen gegenüber irgendeinem CEO, ja, der meinetwegen Millionen Autoeigentümer beschissen hat und betrogen hat, sondern gegen die demokratischen Institutionen und die Medien mit ihren Begriffen Lügenpresse. Das ist der eine Teil von Zersetzung und der andere ist eben, dass Gesellschaft, Zivilgesellschaft sich nicht mehr traut, sich zu engagieren für das Land, für bestimmte demokratische Prozesse. Das ist eigentlich der Punkt, der mich dann irre gemacht hat an der Geschichte. Und ich habe gesagt, also zu erkennen, dass das so nicht weitergehen darf. Und deshalb war ich ja froh, also dass dann mit HateAid auch so eine Unterstützung dabei da war, zumindest den einen Teil anzugehen, dagegen Verfahren zu machen, begleitet Strafverfahren zu machen und vor allen Dingen die Zivilverfahren, die ja viel, viel aufwendiger sind. Und da musst du ja auch
mit Facebook zum Beispiel kämpfen, damit sie Daten rausgeben und so, damit man sowas überhaupt verfolgen kann. Aber das ist natürlich nur ein Teil. Da hängen eine Menge rechtlicher Fragen dran, auch Gesetzgebung. Aber mein letzter Satz, das ist natürlich nur ein Teil. Wir müssen immer zusehen, dass Gesellschaft sich engagiert, dass Medien auch nicht einfach schreiben und dann erntete Künast einen großen Shitstorm, sondern den musst du analysieren. Wer ist es? Ist das jetzt Querdenker und Pegida und AfD oder ist es wirklich Mitte der Gesellschaft? Und du musst natürlich ein Demokratiefördergesetz haben mit entsprechender Finanzierung von solchen Institutionen. Das geht bis hin zum Frauenhaus, ja, und Schutz finden, weil es ja auch jenseits des Politischen stattfindet. Also ich bin froh, dass wir einige gute Organisationen haben, ein paar Sachen auf den Weg gebracht haben, aber trotzdem sind wir noch am Anfang. Also ich glaube, was man so noch, was, wo so ich gedacht habe, also bevor wir jetzt sozusagen zu, das ist mir nämlich auch nochmal wichtig zu sagen, okay, ein großer, das hat Renate jetzt auch angesprochen, ein großer oder ein wichtiger Grund dafür, dass eben auch diese Enthemmung, von der Sie jetzt auch gesprochen und ich auch gesprochen habe, dass sie so leicht passieren konnte und so schnell eigentlich so schnell passieren konnte, ist eben, dass eben so wenig Strafverfolgung auch stattgefunden hat und dass eben sozusagen auf einer systemischen Ebene, auf einer Gesetzgebungsebene, auf einer Rechtsdurchsetzungsebene eben so wenig passiert ist. Bei den Rahmenbedingungen, aber wenn wir nochmal sozusagen zurückgehen zu den Tätern oder TäterInnen, manchmal sind es ja auch Frauen, dann ist es eben so, genau, also es gibt sozusagen die rechtsextreme Ideologie, die ganz klar sozusagen diesen Frauenhass in sich hat und wir haben das ja auch gesehen bei den Tätern von Christchurch, wir haben das gesehen bei dem Täter von Halle, dass es da eben sozusagen diese Überschneidungen gibt und dass es eben Gruppen im Netz gibt, die wirklich von dieser Männerbewegung, wie die Incels, diese Involuntary Celibataires, die unfreiwillig im Zölibat Lebenden, so wie sie sich nennen, das ist eine der größten Männergruppen oder extremen Männergruppen im Netz und auch eine der gewaltbereitesten und die sozusagen und die eben deren Sprache eben auch der Attentäter von Halle in seinem Video, also da so Codewörter übernommen hat. Und ich glaube sozusagen, das sehen wir sozusagen, dass das digital passiert. Aber was mich am meisten auch immer noch schockiert ist, wie schnell dann auch aus der bürgerlichen Mitte sozusagen Männer sich diesem Tenor anschließen, wo man dachte, das ist eigentlich, wo man schon dachte, das hat man eigentlich hinter sich gelassen, dass dann plötzlich doch wieder der Herrenwitz rausgeholt wird, dass dann sich, ne, also sozusagen, dass eben in dieser Stimmung, wir hatten mal so einen, wir hatten, bei einer Mandantin, die auch so einen heftigen Shitstorm abbekommen hat, haben wir mal so aufgeteilt in, was ist eigentlich sozusagen höchstwahrscheinlich illegal und was ist so, zwar nicht illegal, aber so best of Misogynie. Und jeder dritte Kommentar war einfach, geh doch zurück in die Küche, koch erst mal. Ne, also so diese Art von Abwertung, wo ich so dachte, die, ne, wo du einfach nichts machen kannst, wo du auch rechtlich nichts machen kannst, aber wo du denkst, mein Gott, wo kommt das eigentlich her? Und das kommt eben sozusagen von denen, wo du jetzt sagst, okay, das sind eben diese Opportunisten oder diese Mitläufer und wo ich eben sehe, das ist sozusagen auch ein konservatives Spektrum oder zum Teil auch ein liberales Spektrum, das eben auch noch so, das eben dann auch plötzlich wieder so argumentiert oder sich dann wieder traut, wenn eben das, ne, wenn das eben so ein bisschen angefacht wird, dann auch wieder traut, sich eben so zu äußern und da so rote Linien, die wir dachten, die wir schon eingezogen haben, auch wieder einreißt. Wenn, darf ich nochmal, guck mal, wir machen schon ein lustiges Gespräch, ein tolles Gespräch. Mir fällt in dem Ding immer auch ein, also in dieser Gesellschaft ist es so, das hatten wir doch vor zig Jahren schon. Es gab auch mal ein paar grüne Abgeordnete, zum Beispiel, ich weiß auch noch, Kai Gehring war da mit dabei, schon ein paar Jahre her, die mal ein Papier gemacht haben, wie neue Männer braucht das Land. Ja? Und dann war immer die Geschichte, ach, die Frauen emanzipieren sich von der alten zugewiesenen Rolle. Viele Frauen. Jutta Almendinger belegt immer, dass jüngere Frauen scheinbar doch irgendwie es wieder anders sehen, so einige, aber egal. Ja? Aber es ging immer um den Punkt, also Frauen emanzipieren sich von zugewiesenen Rollen und entscheiden, was sie jeweils machen wollen. Das kann ja auch heißen, okay, ich habe zwei Kinder und werde nicht erwerbstätig oder so. Ja, und du kannst beides machen. Aber da war immer der Punkt, bei den Frauen hat sich viel getan. Frauen haben sich zusammengeschlossen, haben für bestimmte Dinge gekämpft. Und wir haben es ja auch gelernt, wie das geht. Zum Beispiel bei Nein heißt Nein, jetzt zuletzt oder damals bei der Vergewaltigung in der Ehe, dass sie sozusagen gleich behandelt werden muss wie Vergewaltigung außerhalb der Ehe. Ne? Aber in der Gesellschaft, in dem männlichen Teil sitzt das noch ganz fest und auch bei einigen Frauen.
eine Wertigkeit, wenn man mal überlegt, ich will gar nicht jetzt hier CDU-Bashing machen oder so, aber ich komme jetzt nicht drum herum, ja, der als vor Jahren, ja Ende der 90er, abgestimmt wurde über die Vergewaltigung in der Ehe, ja, haben ja Leute wie Friedrich Merz mit Nein gestimmt. Ja, mit Nein gestimmt, weil, und du fragst dich, was ist eigentlich mit denen los? Ja, ich habe daran wieder gedacht, als er jetzt auf dem Parteitag gesagt hat, ja, wenn ich jetzt nicht, auch, fast hätte er gesagt, Frauenversteher wäre, hätte doch meine Frau mich nicht geheiratet oder meine Tochter mir die gelbe Karte gezeigt. Das war so, also bei mir ist so einiges zusammengekommen in dem Augenblick und ich dachte, gut, dass du jetzt nichts twitterst, ja, das war Unglück, aber überleg mal, wie er das macht oder guck mal, allein so was Banales, wie du sitzt da im Bundestag und jetzt kommt ans Rednerpult Frau sowieso. Ich werde irre, ich könnte jedes Mal das Ding heißt Redepult rufen, ja. Das ist natürlich eine banale Geschichte, aber dieses ewige zu behaupten, wir seien mitgedacht, ja, oder die Debatte um als Brüderle zu der, wie ist die Journalistin, Himmelreich, ja? Mit Nachname, gesagt hat, sie könnten ja auch ein Dirndl gut ausfüllen, ja, wo man, da wird man noch flirten dürfen oder so. Und ich habe danach manchmal zu Leuten gesagt, also wisst ihr nicht, was Flirten ist? Stellt euch mal vor, mit mir gleiche Szene wie mit Brüdern im Bundestagswahlkampf. Ich sitze abends noch an der Hotelbar und trinke ein Glas Weißwein und ein junger Journalist kommt und ich gucke an ihm rauf und runter und sage, sie könnten ja auch eine Lederhose gut ausfüllen. Die Leute würden reihenweise umfallen, ob dieser Unbotmäßigkeit. Aber bei Frauen sagen dann immer viele, man wird, auch in bürgerlichen Kreisen, man wird ja noch mal flirten dürfen. Ja? Also ich wundere mich auch schon, wie was für Rollen und oder so, also was da teilweise man sich noch Mann sich erlaubt, Frauen gegenüber zu machen, zu sagen. Aber das Allerschlimmste ist eben, dass wir jetzt mit zwei Ebenen zu tun haben. Die eine Ebene ist die, was in der Gesellschaft noch vorhanden ist und was vielleicht im analogen Leben jemand wie ich oder ihr oder wir gar kaum hören würden. Kaum, aber Gewalt gibt es in vielen Beziehungen, ja. Aber jetzt kommt das im Digitalen mit einer Wucht los, weil es eben auch noch diese rechtsextreme Geschichte hat, die das gezielt einsetzt. Das ist schon, schon verrückt. Aber ich glaube, dass, ja, dass das auch heißt, dass wir sozusagen mit den Geschlechtern bezüglich der Geschlechterrollen auch eine Auseinandersetzung brauchen. Aber ein ganz großer Punkt ist trotzdem, darüber hängt der Rechtsextremismus mit. Annalena hat es gesagt, was ich noch anfügen will, ist, wie am Anfang, wenn man das gemacht hat, welche Ignoranz auch Gerichte hatten, Staatsanwälte und Gerichte. Dieses, das müssen Politiker, Politikerinnen doch aushalten. Ja? Muss man jetzt Drecksfotze aushalten oder so? Ich denke immer, was wäre eigentlich, wenn man mal hinter Mann herlaufen würde und dem das immer so sagen würde? Oder dass auch der Aufschrei, dass Facebook oder so Daten nicht rausgibt oder nicht hilft oder so, kam eben nicht von den Strafverfolgungsbehörden oder irgendwie so, sondern das müssten wir selber erarbeiten, bis hin zur Frage, wie viel Personal gibt es. Also ich glaube auch, wir haben, vielen Dank nochmal euch beiden, ich glaube, wir haben es mit zwei Ebenen zu tun, nämlich generell das gesellschaftliche Problem, dass nach wie vor Frauen ihren sozusagen zugewiesenen Platz in der Gesellschaft haben und doch selber schuld sind, wenn sie sich da rausbegeben und dann brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn Männer quasi abfällig über sie sprechen. Das ist ja das Bild, was häufig nach wie vor transportiert wird. Und wie schaffen wir es eigentlich, das dem entgegenzutreten? Das ist eine generelle Geschichte von Gleichberechtigung und so weiter, die, glaube ich, wenn wir da jetzt auch noch tiefer einsteigen wollen, dann sitzen wir, glaube ich, um 23.30 Uhr hier noch. Deswegen würde ich jetzt nochmal versuchen, so sehr du recht hast, Renate, und ich bin da sehr, sehr bei dir und ich glaube, auch da müssen wir sehr viel grundsätzlicher nochmal ran. Und genau, auch die Männer müssen sich emanzipieren. Ich habe drei Söhne, ich habe immer das Gefühl, Männer feministisch großzuziehen ist manchmal fast noch schwerer als Töchter feministisch großzuziehen. Ich gebe mein Bestes. Nichtsdestotrotz, genau, glaube ich, wir müssen jetzt heute nochmal uns ein bisschen fokussieren auf Hate Speech im Netz. Und ich würde das jetzt gerne nochmal aufteilen, nochmal in zwei Frageblöcke. Zum einen das konkrete Verhalten im Netz, wie können wir dem konkret im Netz begegnen? Und dann in der zweiten Fragerunde nochmal drauf kommen, welche politischen Konsequenzen brauchen wir eigentlich, welche rechtlichen Rahmenänderungen vielleicht und so weiter. Aber in der ersten Rederunde, wo ich euch ein paar Fragen stellen würde und die gerne mehrere hintereinander weg und dann könnt ihr vielleicht gesammelt antworten, würde ich eben gerne wirklich nochmal mich fokussieren auf, wie geht man da eigentlich im Netz mit um?
Und woher kommt das eigentlich vielleicht auch noch mal im Netz? Es gab eine Frage von Christoph, ob ihr beispielsweise einen Zeitpunkt nennen könnt, ungefähr, wann ist das eigentlich aufgekommen? Wann ist euch bewusst geworden, dass Hassrede im Internet gegen Frauen tatsächlich ein Massenphänomen geworden ist? Also wann ist das entstanden? Ist das so schleichend entstanden oder gab es da einen konkreten Moment? Und dann, wie gehen wir jetzt eigentlich im Internet konkret damit um? Dieses Don't feed the troll versus Widerstand leisten, Solidarität zeigen. Also soll man sich eigentlich auf diese Diskussionen einlassen? Das ist ja manchmal sehr verlockend. Man möchte da ja irgendwie auch gegensteuern. Oder ist es eigentlich sinnvoller, sowas wegzuignorieren, je nachdem, was es gerade ist? Und woran erkennt man eigentlich, wann das tatsächlich so ein Hate Speech Troll ist? Oder wann merke ich, macht es einen Sinn, sich da auseinanderzusetzen? Und wie kann man sich da auch nochmal gegenseitig vernetzen? Wie kommt man aus diesem Einzelkämpferinnen-Modus raus, um wirklich gemeinsam gegen Hate Speech vorgehen zu können? Und dann vielleicht die letzte Frage in dem Frageblock noch. Was können eigentlich Nicht-Betroffene tun? Wie kann man im Internet beistehen? Und was ist sinnvoll, wenn ich Hate Speech sehe? Soll ich das lieber ignorieren? Soll ich die Diskussion starten? Soll ich es melden? Wem soll ich es melden? Der Plattform, soll ich direkt die Polizei informieren? Was soll ich eigentlich tun, wenn ich Hate Speech sehe? So, das war jetzt eine ganze Menge Fragen. Ich hoffe, ihr kommt hinterher. Ich würde jetzt einmal erstmal vielleicht Renate zuerst antworten lassen und dann Annalena, bitte. Ja, ich lasse auch noch reichlich was übrig, Annalena. Also für mich, ich will mal anfangen, wann ich das erste Mal erlebt habe. Es war meiner Erinnerung nach so richtig 2015, aber reichlich vor dem September. Also nicht in dem Kontext mit im Spätsommer dann der Nichtschließung der Grenzen und der Geflüchteten, die über Ungarn, also aus Ungarn, Österreich kam, sondern es war reichlich, war doch schon einiges vorher. Und zwar habe ich das für mich auch immer so in Erinnerung, dass eigentlich nach einiger Zeit der Gründung der AfD und es tauchte im öffentlichen Diskurs bei Veranstaltungen, Aktionen immer mehr Pegida auf, dass da irgendwo auch in rechtsextremen Kreisen dann die Geschichte gewesen sein muss. So war das für mich so, das ist eigentlich auch belegt. Dass man sich angefangen hat zu organisieren und eben auch digitale Netzwerke aufzubauen, bewusst mehrere Accounts zu haben, um dann faktisch mit sich selber zu diskutieren. Es gab natürlich später auch, ich sag mal, diese, ja, einige Aktivitäten von, also aus Russland und so, also die sozusagen versuchten zu stören und so. Und je weiter wir kamen, je mehr Professor Lucke als Gründer der AfD da an den Rand geschoben wurde und dann nachher auch rausgedrängt wurde, je mehr also Rechtsextreme da reingingen, also nicht nur Leute, die sagten, oh schön, da kritisiert einer die EU und den Euro, da sind wir richtig, auch wenn wir noch andere Punkte haben, als das anfing, ihn rauszudrängen. Da ist eigentlich parallel dazu angewachsen dieser Hass und diese Systematik. Und es hat dann ja, kurz danach ist es, hat man einfach die ersten Analysen gesehen, Zusammenhänge und so weiter. Und ich habe ja auch immer überlegt, Don't feed the troll ist richtig und man da soll die auch nicht überall weitersetzen. Aber was wir doch machen mussten, ist insgesamt analysieren, zu gucken, wie hängen das alles systematisch eigentlich zusammen. Und ich bin froh, dass einige auch mir mal geholfen haben, so Shitstorms zu analysieren, die dann aufgezeigt haben, dass zum Beispiel identitären Bewegungen, Pegida und AfD, ich hatte bei einem Shitstorm war es im Wesentlichen Brandenburg und der Raum Düsseldorf, aus dem das kam, da hast du richtig gesehen, dass das richtig orchestriertes Vorgehen ist und dass man eben auch noch mit mehreren Accounts wirklich versucht, da so einen Riesenpulk aufzubauen. Und für mich war eins immer klar, wir müssen nicht nur, wir müssen uns selber wehren, sondern wir müssen organisieren, dass man sich wehren kann. Und das ist so eine Art der Aufmerksamkeit und Personalausstattung bei Staatsanwaltschaft, bei Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichten gibt, die ja mittlerweile selbst in den Fortbildungen, ich glaube, Hate Aid und Annalena haben da auch schon Fortbildungen gemacht für Staatsanwaltschaften und so. Also die dann überhaupt auch sehen, was da ist und einem dann nicht sagen, ach, geht so einfach nicht ins Netz, dann passiert ihnen auch nichts. Ja.
Und das natürlich, denkt man mal an die Ermordung von Lübcke oder Halle und viele Sachen, dass da natürlich auch diese Einzelpersonen aufgehetzt werden, also nicht im Sinne einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung, dass sie einen Verein gründen miteinander, aber auf eine neue Art und Weise hetzen sich auf und es werden aus Worten Taten, was man schon bei vielen Übergriffen auf Flüchtlingsheime und so gesehen hat. Also für mich ist es so, dass ich sage, wir müssen Grenzen ziehen, wir müssen sozusagen bei Facebook, Twitter und sonst wie melden, wir müssen Strafanzeigen und Zivilverfahren machen, nicht alle und immer, aber sondern man muss sich wirklich im Kern Leute raussuchen, die das besonders betreiben oder auch symbolisch das machen, weil ich ja auch möchte, dass Rechtsprechung verändert wird. Ja, ich habe ja auch in einem Verfahren, diesem Berliner Landgericht, das ja sehr publik wurde, da läuft ja noch eine Verfassungsbeschwerde. Ich hoffe, es gab schon mal in einem Beschwerdeverfahren andere Formulierungen, dass bis hin zum Bundesverfassungsgericht dieser Satz eben wegkommt, zu sagen, das müsse man aushalten und dass auch bis zu Ende geprüft wird, das Verhältnis Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht und dass Hass keine Meinung ist, ja, und dass manche Dinge erkennbar der Abwertung dienen und nicht einer politischen oder gesellschaftlichen Debatte. Ich glaube also, dass unsere Aufgabe ist, Modellverfahren zu führen, um das so einzugrenzen, dass am Ende Otto Normalverbraucher, Verbraucherinnen, die zur Polizei gehen, sozusagen eine offene Tür einlaufen und nicht noch runtergemacht werden. Ne? Okay, ich übernehme mal so ein bisschen. Renate hat schon vieles angesprochen. Also vielleicht nochmal so ganz kurz zu, wann hat das eigentlich angefangen? Das sehe ich genauso, 2015. Und es gibt dieses Handbuch für Medienguerillas, das ist irgendwann im Zusammenhang mit Reconquista Germanica, das war mit einer der größten so Zusammenschlüsse von rechtsextremistischen Gruppen im Netz. Das waren 7000 Recht- und Rechtsextreme, die eben auf einer Gaming-Plattform, auf Discord unterwegs waren und die sich eben sozusagen auch die identitäre Bewegung benutzt hat, in dem sogenannten Infokrieg, wo eben ganz klar geschrieben wird, Frauen wären sozusagen die präferierten Opfer. Also die sollte man besonders eben angreifen. Gerade junge Frauen, die irgendwie von der Universität kämen, das wären gute Opfer, die man eben im Netz gut angreifen könnte und gut fertig machen könnte. Also da ist ganz klar sozusagen, war ganz klar mit als Teil dieser ganzen Strategie und auch als Teil der Strategie sozusagen auch den Diskurs irgendwie nach rechts zu treiben, war auch ganz klar ausformuliert, eben Frauen mit anzugreifen. Das würde ich auch sagen, ab 2015, als eben recht- und rechtsextreme Gruppen auch angefangen haben, sich im Netz wirklich professionell zu organisieren, war immer sozusagen auch organisierter Frauenhass und Angriffe gegen Frauen waren eine Komponente davon. Ja, was macht man da? Antwortet man da noch? Schreibt man da noch was? Don't feed the troll, weil genau, wenn man kann sich auch hin und her diskutieren, man weiß ja auch, wie Algorithmen funktionieren, wenn man da noch was schreibt und noch was interagiert, dann kriegt das vielleicht noch mehr Reichweite und so. Was macht man da? Also was wir immer empfehlen, ist zumindest einmal klarzustellen. Also einmal für sich selber sehr klarzustellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel angegriffen werde und da steht ein Haufen Sachen, die ich irgendwie gemacht hätte und so weiter, einmal ein Posting zum Beispiel zu machen und zu sagen, was hier gerade passiert. Ich werde gerade von einer Gruppe von rechtsextremen, offensichtlich rechtsextremen Trolls angegriffen. Hier werden Lügen über mich behauptet, denen widerspreche ich jetzt einmal. Das ist dann das, was ich dazu sage. Also nicht versuchen, sozusagen mit jedem Troll irgendwie zu argumentieren. Und eben, also konsequent sozusagen, wenn es mein eigener Account ist oder wer meiner Organisation oder Partei, konsequent zu moderieren. Also auch nicht dieses Denken von, wir müssen jetzt hier die Meinungsfreiheit schützen, sondern nein, das sind Privatunternehmen. Das ist nicht sozusagen der Staat, sondern das ist mein Account oder das ist dein Account oder das ist der Account der Partei. Das heißt, da gibt es bestimmte Regeln und da haben wir eine bestimmte Etikette, die haben wir festgelegt. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus. Ganz klar, weil ich möchte, dass die Leute, die hier eigentlich wirklich diskutieren wollen und sich wirklich auseinandersetzen wollen, hier auch noch einen Platz haben und das noch tun können. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben sehr konsequent gegen diejenigen vorgeht, die das nicht wollen. Und ich sage immer, so mit denen, also man merkt relativ schnell, mit wem man noch diskutieren kann. Und wenn man merkt, sozusagen, da kommen immer wieder sozusagen die gleichen Argumente und es geht eigentlich nur noch ins Private und ins Persönliche und ins Beleidigen und es geht überhaupt nicht mehr um die Sache, dann sollte man
tunlichst aufhören zu diskutieren und sollte eben überlegen, was man dann tun kann. Und dann, wenn es um mich selber geht, eben, wie gesagt, also sehr klar moderieren, löschen. Und wenn es um andere geht, dann eben sozusagen entweder den eigenen Impuls zum Diskurs zu geben, also nicht sozusagen mit dem Troll zu argumentieren, sondern seine eigene Erzählung sozusagen zu setzen oder sich eben zu solidarisieren mit der Person, die gerade angegriffen wird. Aber das ist wichtig, also nicht den Trollen eben die Interaktion geben, sondern den Personen, die sozusagen dann auch wieder eine eigene Gegenerzählung setzen wollen oder die eben sich sozusagen auseinandersetzen. Wann ist es ein Hate Speech Troll? Ich habe schon so ein bisschen angedeutet. Erkennt man sehr gut, wenn man zum Beispiel bei Facebook ist und dann auf das Profil der Person geht und da ist nur ein Foto und kein Posting. Dann ist relativ klar, diese Person hat sich ein Fake-Profil angelegt, um einfach nur andere Leute fertig zu machen. Und wahrscheinlich hat sie davon noch 4, 5 andere. Das sieht man sehr leicht. Auch den sozialen Netzwerken ist für die ist das leicht zu erkennen. Sie haben nur keine Lust, die zu löschen, weil die machen nämlich einen Haufen Traffic und machen eben einen Haufen sozusagen Interaktion. Und deswegen gibt es da eben kein großes, also nicht sozusagen so ein großes Interesse, das zu machen. Aber man kennt es relativ schnell und man erkennt auch, wenn man eben sich so einen Angriff anguckt, ganz typisch ist, wenn es aus dem rechtsextremen Bereich kommt, wenn dann so bestimmte Kampfbegriffe immer wieder genannt werden, Asyl, Tourismus und Messermänner, also wir kennen das ja alles, also wenn dann sowas da oder Altparteien oder so, dann weiß man schon, okay, wo kommt das her? Und wenn man sieht, dass sozusagen jeder Dritte fast das Gleiche schreibt und das immer wieder wiederholt wird, nur mit so ganz, also sozusagen das gleiche Framing immer wieder und immer wieder und immer wieder geschrieben wird, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Leute das ganz schnell in ihren Netzwerken geteilt haben oder dass sie zum Beispiel irgendeinem Account bei Twitter folgen, der eben sozusagen dann Leute so zum Abschuss freigibt und alle dann sich sozusagen schnell auf diesen Account stürzen und da ein bestimmtes Framing irgendwie posten. Und was wir damals bei den sehr organisierten rechtsextremen Gruppierungen gesehen haben, ist, dass dann auch dort relativ schnell noch Argumentationen dann vorgegeben wurden, die man dann eben sozusagen spielen soll. Wie kann man solidarisch sein? Also das, was Betroffene uns sagen, und ich stimme völlig mit Renate überein, Rechtsdurchsetzung ist total wichtig. Deswegen habe ich HateAid mitgegründet, weil ich finde, dass das ist mit einer der elementarsten Sachen, die wir eben brauchen. Aber wenn man die Betroffenen fragt, was in dem Moment, wenn sie angegriffen werden, ihnen am besten getan hat, ist die Nachricht unter dem Posting, du bist stark, du bist nicht alleine, ich finde super, dass du hier gegenhältst. Oder wenn man sich das nicht getraut hat, die Direktnachricht zu sagen, ich bewundere dich dafür, dass du einfach hier immer noch stehst, so. Renate, kannst du wahrscheinlich bestätigen, das ist einfach in dem Moment gut, weil man das Gefühl hat, da kommen einfach, wenn da wirklich so 10.000 Kommentare kommen, das ist, macht was auch, wenn man da sozusagen ganz klar sich da sagen kann, das sind alles, die sind organisiert und das sind Trollarmeen, ich ignoriere das einfach. Das ist erstmal eine Wucht und das ist eine Form von psychischer Gewalt, die kann man nicht unterschätzen. Und deswegen, das Beste, was man für Betroffene machen kann, ist einfach sehr offensichtlich sich neben die oder vor die zu stellen und denen eben den Rücken zu stärken. Und wenn man die Leute kennt, die angegriffen werden, dann anzubieten, dass man die Accounts zum Beispiel übernimmt. Also dass man sagt, du musst dich jetzt hier nicht damit rumärgern, alles zu löschen und alles zu blocken und so, sondern ich mache das jetzt für dich. Geh mal eine Runde spazieren und ich mache jetzt mal die nächsten 2 Stunden hier, blocke ich jetzt hier mal die ganzen Trolls, sodass du jetzt gar nicht mehr durchlesen musst. Also dass du sozusagen hier für deine Psychogesundheit ein bisschen sorgen kannst, weil du hast noch genug, womit du dich dann hier auseinandersetzen musst. Und ich mache das jetzt erstmal. Das ist auch was, was Betroffene sagen, was wie man eben unheimlich helfen kann. Und was ist sinnvoll zu tun? Das habe ich ganz oft zum Beispiel auch so in Parteizusammenhängen oder Kommunalpolitikerinnen, die mich fragen. Und dann sage ich immer, ja, ihr seid doch eigentlich auch so gut organisiert in Strukturen. Und wenn jetzt eine von euch auf der Straße angegriffen würde, würdet ihr doch die anderen rufen und sagen, helft mir. Und genau die gleiche Kultur brauchen wir auch einfach im Netz. Also wir müssen sozusagen da auch, wo wir da immer noch, das geht uns noch nicht so locker, also das ist noch nicht was, was für uns selbstverständlich ist. Aber genau das brauchen wir eigentlich, dass wenn eine im Netz angegriffen wird, dann schreibt die im Netzwerk, Leute, ich werde hier gerade angegriffen, ich brauche eure Unterstützung. Und dann tweeten alle unter ihrem Profil, sodass einfach ganz klar ist, da gibt es dann sozusagen sofort diese Rückendeckung und da stellt man sich eben davor, dass man eben auch weiß, es kommt zum Beispiel, heute Abend werde ich
sehr feministisches Posting absetzen oder ich werde mich zur AfD äußern oder zu Rechtsextremismus und ich weiß schon, was da auf mich zukommt, dass ich eine Community habe, die ich schon vorher, dass ich mich da organisiert habe und schon vorher sagen kann, liebe Leute, das mache ich heute Abend, haltet euch bereit, weil da wird was kommen. Genau, und jetzt gleich noch einen letzten Satz. Was ist sinnvoll zu tun? Anzeigen, nicht anzeigen, melden, nicht melden und so weiter. Also anzeigen, anzeigen, anzeigen. Und ich weiß, jetzt sagen ganz viele, die jetzt hier zugucken, ja, ich habe auch schon mal angezeigt und Renate auch, das wird immer eingestellt und das bringt alles überhaupt nichts. Und das ist auch ein Problem. Aber wenn wir nicht anzeigen, dann meldet uns das BKA jedes Jahr, dass eben die Anzahl der Hasskriminalität im Internet runtergeht, weil niemand anzeigt, weil es sich einfach nicht mehr in den Statistiken, und das ist sozusagen der allererste Grund, warum man anzeigen sollte, weil dann das Problem nicht mehr sichtbar wird und sich nicht mehr in den Statistiken zeigt und dann eben niemand sich dafür entscheidet, Polizeibeamte eben zu sensibilisieren oder Schwerpunktstaatsanwaltschaften einzuführen und so weiter. Also davon hängt erstmal sozusagen diese erste politische, also damit machen wir auch politischen Druck. Und deswegen ist es total wichtig anzuzeigen. Und genau, und wenn man eben im Netz es meldet, dann empfehlen wir immer eben nicht, bei Facebook zum Beispiel mit dem normalen Meldeformular zu melden oder bei Twitter, sondern sich immer das Netz-DG-Formular zu suchen und eben nach Netz-DG zu melden, weil dann eben die Netzwerke nicht ganz willkürlich nach ihren Community-Standards, die alles oder nichts bedeuten, wo sie einfach wirklich sozusagen sagen können, hopp oder top, indem sie alles jede Entscheidung begründen können, weil die so weit gefasst sind, dass sie es nicht danach eben löschen, sondern dass es sozusagen eine Verpflichtung gibt, dass sie nach deutschem Recht diese Kommentare prüfen. Und deswegen, genau, was soll man tun? Und das Dritte, was ich natürlich sagen kann, ist, bleibt nicht alleine. Wendet euch an, wenn das euch überfordert, wenn das gerade zu viel ist, was total leicht passieren kann, weil man damit nicht rechnet, weil einen das meistens sozusagen so ein bisschen von hinten irgendwie erwischt, kalt erwischt, dann wendet euch an eine Beratungsstelle eures Vertrauens, zum Beispiel an uns, aber auch an viele andere Beratungsstellen in Deutschland, die eben euch unterstützen. Das ist wichtig, das ist psychische Gewalt und die ist nicht zu unterschätzen. Vielleicht kann ich da ganz kurz nochmal nachfragen. Ich habe hier tatsächlich nämlich auch von Leonie die Frage, welche psychischen Folgen kann so ein Shitstorm eigentlich haben? Also wie, das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, was das für Leute bedeutet, wie man das wahrnimmt. Das Ziel ist ja ganz klar, hast du jetzt gerade auch erläutert, dass rechte Gruppen sich organisieren, um insbesondere junge Frauen, bei denen sie das Gefühl haben, die können wir hier noch zurückdrängen, weil die noch nicht so resolut sind. Ich weiß, dass auch älteren Frauen natürlich, je nachdem wie diese Kommentare sind, das trotzdem irgendwann nahe geht, ne, und dass das nichts ist, was man einfach so wegwischt. Nichtsdestotrotz ist es so, glaube ich, dass Frauen, die schon etwas mehr Lebenserfahrung haben, da das nochmal anders einordnen können manchmal vielleicht und sich nicht ganz so schnell verschrecken lassen. Und das klare Ziel ist ja aber eben, jüngere Frauen insbesondere auch wirklich rauszudrängen aus dem öffentlichen Diskurs. Und also welche Folgen kann das haben? Wie kann man sich dagegen vielleicht auch selber wappnen? Und dann war hier noch eine Frage, die ich nochmal aufgreifen möchte. All das, was du erzählt hast gerade zu, wie kann man eigentlich reagieren? Habt ihr da eine Broschüre? Gibt es da irgendeinen Download oder so, wo ich auch irgendwie Freunde, die jetzt heute hier zum Beispiel nicht sind, wir haben 100 Teilnehmerinnen heute, das freut mich total, dass so viele Leute da sind und sich das anhören, aber allen anderen kann ich denen was in die Hand drücken, vielleicht habt ihr da was. Also genau, vielleicht erstmal sozusagen zu der ersten Frage, wie kann man sich, was sind die Auswirkungen sozusagen? Also wir beobachten von Schlafstörungen, von körperlichen Anzeichen wie Panikattacken, wie Kopfschmerzen, wie Glieder, also sozusagen Übelkeit, Erbrechen, aber auch sozusagen bis hin zu, also gerade wenn eben so persönliche Daten auch rausgegeben werden, also wenn das ist ja das, was eben jetzt gerade in den letzten Jahren verstärkte Tendenz, eine schlimme Tendenz ist, dass sozusagen ganz schnell versucht wird, eben private Daten rauszufinden, also die am liebsten die Adresse, die Privatadresse, was auch gar nicht so schwer ist, und die dann im Netz veröffentlicht wird, dass man dann dahin fährt und ein Foto vom Klingelschild macht und das im Netz postet. Und dann ist der Moment gekommen, wo sich Betroffene
in ihrem eigenen Zuhause, also in dem Ort, wo sie sich eigentlich hin zurückziehen sollen, wo sie den Computer ausmachen können und das Smartphone vielleicht und dann sozusagen da sozusagen so einen sicheren Raum haben, dass sie sich dort nicht mehr sicher fühlen. Und das macht wirklich massive psychische Probleme, kann massive psychische Probleme hervorrufen, kann zu Depressionen führen, kann sogar, das ist leider vereinzelt auch schon passiert, zu Suizid versuchen und auch zu Suizid führen. Und zu einer Verunsicherung, die, also gerade wenn man sich eben dann im Analogen auch nicht mehr sicher fühlt, wenn das Frauen erzählen, sie gehen dann einfach nicht mehr auf die Straße für ein paar Tage, dass man eine, also es ist so, diese Gefahr, die schwingt einfach immer mit. Und solange man eben in dieser Wohnung bleibt und solange man weiß, dass vielleicht nicht heute und vielleicht nicht morgen oder vielleicht nicht übermorgen, aber vielleicht in 3 Wochen oder in, na, bei Walter Lübcke haben wir es ja gesehen, nach irgendwie 3 Jahren dann irgendjemand plötzlich vor der Tür steht. Das macht unheimlich Angst und lässt einen nicht mehr los. Und deswegen sehen wir ganz oft bei solchen Betroffenen, dass sie dann auch umziehen sogar. Auch Klientinnen, die sogar mehrmals umgezogen sind, weil sie das einfach nicht ertragen können. Also das ist eine massive Gewalterfahrung. Und wie kann man sich davor wappnen? Versuchen wirklich, sich nochmal zu gucken, was habe ich eigentlich alles, was habe ich von mir alles im Netz, was kann man da eigentlich von mir finden? Also den versuchen, den Schaden von Anfang an zu begrenzen. Also wir machen zum Beispiel, da kann man sich auch an uns wenden, wir machen zum Beispiel, bieten zum Beispiel so Privatsphäre-Checks an, wo wir auf Seite 13 bei Google auch nochmal die Person googeln und gucken, war ich vielleicht mal im Vorstand von der Schule meiner Kinder und das steht da noch und dann könnten die auch bei meinen Kindern irgendwie vor der Schule auftauchen und so. Dann helfen wir mit den Löschanträgen, das finden wir und wir helfen mit den Löschanträgen bei Google und setzen das auch durch. Wir haben kurze Drähte auch zu den Betreibern. Das kriegen wir in der Regel eigentlich ganz gut hin. Sichere Passwörter, das haben wir auch schon ganz oft gehabt, dass die Leute eben keine sicheren Passwörter benutzen oder die gleichen Passwörter für die ganzen Konten und dass die dann gehackt werden und dass dann so eben private Daten rauskommen. Das glaube ich immer, wenn ich das erzähle, jeder hat irgendwie auch das gleiche Passwort schon für 2 Sachen benutzt. Das ist nicht gut und das habe ich sehr oft gesehen, dass das nicht gut ist. Und gerade wenn man so ins Fadenkreuz gerät, das kann einem echt das Genick brechen und deswegen lieber Passwortgenerator benutzen, also sozusagen wirklich für seine digitale Sicherheit zu sorgen und wirklich sehr gut zu kontrollieren, was zeige ich von mir im Netz. Und auch da werden wir ja sozusagen erst besser. Also wir haben ja, also viele von uns, ich auch, am Anfang, als wir so ins Netz gegangen sind, sehr offenherzig sozusagen und sehr wenig darüber nachgedacht, was man hier jetzt eigentlich sozusagen preisgibt. Und da nochmal im Nachhinein drauf zu gucken und wirklich zu gucken, okay, was gibt es eigentlich von mir? Und da gibt es Möglichkeiten eben auch Dinge auch zu entfernen, um sich dann eben auch sicherer zu finden und nicht zu denken, Melderegistersperre. Ne, ich kann bei jedem, Nina, wenn ich jetzt deine Adresse rausfinde, rufe ich einfach mal beim Einbruch und Meldeamt in Berlin an, sag deinen Namen und vielleicht weiß ich noch was anderes über dich. Geburtsdatum finde ich irgendwo auf irgendeiner Homepage und dann sagen die mir deine Privatadresse, wenn du keine Melderegistersperre hast. Das ist ein Riesenproblem. Das kostet 8 € oder 9 €. Das heißt, solche Sachen, also sich einfach sozusagen diese Flanken, diese offenen Flanken, die da benutzt werden, die einfach zu schließen, das ist so das eine. Und das andere ist eben, wenn es passiert, versuchen, sich emotional zu distanzieren. Nicht alles durchlesen. Versuchen eben, wie gesagt, Freunde zu animieren, dass die eben die Accounts dann übernehmen. Erstmal zu gucken, okay, wie geht es mir eigentlich? Will ich mich zurückziehen? Schnell professionelle Hilfe auch zu suchen. Von Sozialpädagoginnen, Psychotherapeutinnen und so weiter. Also zu versuchen sozusagen, es nicht zu sehr an sich rankommen zu lassen. Vielleicht auch mal eine Zeit lang, vielleicht mal einen Tag offline gehen, um einfach sozusagen wieder mit echten Menschen im echten Leben irgendwie zusammen zu sein und dann so eine Distanz dazu zu finden. Aber vor allen Dingen eben auch versuchen, das nicht so an sich ranzukommen lassen, dass sich das nicht alles selber durchzulesen. Und eine Broschüre haben wir leider noch nicht, das kommt dieses Jahr, aber ihr könnt das alles auf unserer Internetseite nachlesen. Und auf den sozialen Medien haben wir auch immer wieder sozusagen so Specials, genau mit diesen Tipps, also wie mache ich auch rechtssichere Screenshots, wie kann ich jetzt auf meine Psychogesundheit achten. Genau. Findet ihr alles auf unserer Webseite. Ich möchte einen Satz hinzufügen, Lina, und der heißt, redet drüber. Ich muss mal sagen, also egal ob Rechtsextremismus oder im privaten Bereich, der Trick dieser Täter liegt daran, dass man denkt, man selber wäre vielleicht schlecht dies und jenes und nicht drüber zu reden. Und der Beginn jeder Auseinandersetzung, die einem Power gibt, ist, mit anderen drüber zu reden. Ob es die Freundin ist, ob es am Arbeitsplatz ist, ob es in diesem Kontext, den die Annalena dargestellt hat,
Damit fängt die Gegenwehr an, und zwar für dich als Individuum, aber auch für die politische Diskussion. So Regeln wie Meldepflichten oder also was die sozialen Dienste dann anbieten müssen oder diese Analyse von durch Journalismus, wo gibt es welche Netzwerke und was ist deren Strategie. Das kommt ja nur zustande, indem viele von uns es öffentlich gemacht haben. Also es ist sozusagen für einen selber, aber auch für den öffentlichen Diskurs ein ganz großer Punkt. Bloß nicht sich selber anziehen. Ja? Und wenn es darum geht, dass einer hässlich ist, dann ist vielleicht das die hässliche Seele des Täters, aber nicht die von uns. Ja, vielen Dank für diese eine Fragerunde. Ich würde jetzt gerne nochmal zum zweiten Teil kommen. Annalena, du hast jetzt zum einen das NetzDG erwähnt. Vielleicht kannst du da nochmal kurz aufklären, was ist das eigentlich? Auch nochmal, wo finde ich eigentlich dieses Formular? Und dann aber würde ich gerne tatsächlich nochmal zur rechtlichen Handhabe generell kommen. Also was müsste jetzt eigentlich gesetzlich sich noch ändern, dass man das besser in den Griff bekommen kann? Und ich habe hier ein paar konkrete Fragen noch von ZuhörerInnen. Also Cornelius fragt beispielsweise, sollten die Anbieter eigentlich gesetzlich zur Löschung von Hate Speech verpflichtet werden? Sollten Medienseiten, fragt Annette, sollten Medienseiten eigentlich gesetzliche Auflagen zum Moderieren bekommen? Genau. Glaubt ihr, dass der Digital Services Act die Situation verbessern wird in der rechtlichen Handhabe? Das fragt Tina. Und ich habe tatsächlich auch noch mich gefragt, das ist, also was muss eigentlich generell in der Rechtsprechung auch noch passieren? Also du hast jetzt gerade die Meldeadressen beispielsweise angesprochen. Ich weiß von vielen BVVlerinnen hier aus Berlin, die das beantragt haben, keine einzige hat es genehmigt bekommen. Ja? Alle kriegen gesagt, nein, das geht nicht, hier Informationsfreiheit und so weiter. Müsste man da eigentlich auch noch mal ran, um das zu erleichtern? Und wo müsste man da ran? Weil das, glaube ich, für viele Frauen tatsächlich, gerade Leute, die auch Kinder haben oder so, du hast es jetzt gesagt, bin ich Elternvertreterin in der Schule, das ist das eine, aber wenn die Leute wissen, wo ich wohne, dann wissen sie auch, wo meine Kinder wohnen zum Beispiel. Das ist was viele, viele Frauen auch bei uns in der Partei bewegt. Und ich glaube, da fühlen viele sich tatsächlich relativ hilflos ausgeliefert. Was können und was müssen wir da eigentlich noch tun? Ich würde vorschlagen, Annalena, diesmal fängst du an und danach Renate, bitte. Okay, also was ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Das war ja so ein bisschen die erste Frage, das hatte ich ja schon erwähnt. Bevor es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gab, war es eben so, also die Plattformen sind ja Wirtschaftsunternehmen und die haben eben sogenannte Community-Standards. Das sind so die Regeln, nach denen sie eben beurteilen, ob eben Content auf ihrer Plattform sein kann oder nicht. Eine wichtige Community-Standard-Regel ist zum Beispiel, dass man keine Brüste zeigen darf. Die kennen wir ja alle sozusagen bei Facebook. Aber der Rest, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist so weit gefasst und so allgemein, dass es ziemlich arbiträr ist. Also dass die Plattformbetreiber im Prinzip mit diesen Community-Standards jede Löschung und alles, was sie da lassen, auch begründen können. Und das Problem ist halt, dass Nutzerinnen bis dahin eben nur melden konnten, dass sie eben da angegangen wurden, dass sie bedroht wurden, beleidigt wurden, verleumdet wurden, dass Hakenkreuze gepostet wurden. Aber dass sie überhaupt nicht durchsetzen konnten, dass sie es bei der Plattform melden konnten, dann haben sie irgendwann eine Rückmeldung bekommen, vielleicht eine Rückmeldung bekommen, ja, löschen wir oder löschen wir nicht. Keine Begründung und auch gar kein Recht, diese Löschung irgendwie durchzusetzen oder so. Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat auf jeden Fall, da gibt es, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, gibt es auf jeden Fall Punkte, die man schon in seiner Geburtsstunde sozusagen kritisieren kann. Aber das, was es halt gemacht hat, und deswegen habe ich auch gerade gesagt, was wichtig ist, ist, dass man eben halt Netzwerkdurchsetzungsgesetz meldet, ist, dass da gesagt wurde, okay, liebe Freunde, wenn nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz dieses Hakenkreuz gemeldet wird, dann muss das muss Facebook sozusagen bei eindeutigen Rechtsverletzungen nach dem deutschen Strafgesetzbuch, nach dem Straftatenkatalog muss es das beurteilen. Und wenn das sehr eindeutig ist, ich würde sagen, ein Hakenkreuz ist eine relativ eindeutige Sache, dann muss das oder ein anderes verfassungsfeindliches Symbol, dann muss es eben innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. Und wenn das nicht passiert, dann eben innerhalb von 7, also wenn es eben ein bisschen komplizierter ist oder das noch mal eine längere Prüfung braucht, dann innerhalb
von 7 Tagen. Wenn man jetzt nach dem normalen Formular, nach den Community-Standards löscht, hat man dieses Recht nicht. Und wenn die Plattformbetreiber systematisch dagegen verstoßen, dann müssen sie Bußgelder bezahlen. Die sind auch nicht, sind natürlich für das, was die einnehmen, nicht riesig hoch, aber immerhin sind sie jetzt irgendwie 2 Millionen Euro oder so. Das ist schon immerhin nicht so wenig. Und vor allen Dingen, das heißt, wir empfehlen eben immer, über dieses Formular zu melden. Und surprise, surprise, es ist versteckt, weil die Plattformen natürlich nicht wollen, dass man über dieses Formular meldet, weil sie natürlich eigentlich gerne das alles irgendwie privat halten wollen. Weil nämlich das Zweite, was sie da machen müssen, ist, da müssen sie eine Statistik einmal im Jahr, den sogenannten Transparenzbericht, müssen sie da veröffentlichen und sagen, wie viel denn da gemeldet wurde und wie viel sie da gelöscht haben und welche Straftaten und überhaupt. Bei den Community-Standards müssen sie das nicht. Da können sie im Zweifelsfall auch einfach, also will man natürlich nicht unterstellen, aber theoretisch, wer kontrolliert sie? Niemand. Könnten sie auch irgendwelche Zahlen von ihren Löschungen da veröffentlichen. Das heißt, sozusagen, je weniger sie überhaupt Rechenschaft, also je mehr Kontrolle sie auch über ihre eigene Informationspolitik haben und je weniger Rechenschaft sie irgendjemand schuldig sind, umso besser. Und bei Facebook findet man das leider, dieses Melde, also findet man ganz komfortabel einen Link und auch bei YouTube und also bei Twitter nicht, aber bei Facebook und also nicht so extrem. Aber gerade bei Facebook und YouTube findet man sehr komfortabel neben den Inhalten Link, wo man das melden kann. Und der NetzDG-Link ist irgendwo versteckt unten im Impressum, wo man den erstmal suchen muss. Und wenn man da irgendwie nicht weiß, wonach man da sucht, dann findet man den auch nicht. Ist auch gerückt worden, muss dann Facebook auch ein Bußgeldverfahren, ist auch anhängig gegen Facebook, auch nach dem NetzDG. Und was eben auch noch am NetzDG eine gute Sache ist, dass die eben einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten haben. Weil vorher war es eben so, wenn man da jetzt irgendwie gegen die geklagt hat oder irgendwas durchsetzen wollte, an wen hat man das denn eigentlich gegeben? Weil Facebook sitzt ja in Irland oder in den USA. Und eben, es gibt niemanden, dem man das sozusagen in Deutschland, der das in Deutschland sozusagen annehmen würde. Und das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Problem am NetzDG, was wir zumindest immer kritisiert haben, ist, über den Geburtsfehler kann sicher Renate gleich nochmal was sagen, aber was wir immer kritisiert haben, ist, man sagt sozusagen zu den Plattformen hier, ihr sollt das einschätzen, ob das jetzt rechtswidrig, illegal ist oder nicht, aber das wird dann nur gelöscht. Das heißt, es findet gar keine Strafverfolgung statt. Das heißt, was für die Täter, für die Betroffenen, okay, ist das erstmal klar. Da stehen die 20 Beleidigungen oder 1000 Beleidigungen und die werden erstmal gelöscht, dann ist das ein Pflaster auf meine Wunde. Und das tut erstmal gut, dass die nicht mehr da sind. Ich bin froh. Aber für den Täter ist eben das Signal, okay, ich habe das gepostet, jetzt haben die das gelöscht. Konsequenzen gibt es eigentlich keine, kann ich nochmal posten. Das heißt, es findet sozusagen überhaupt gar keine, also außer des Löschens, was niemandem wehtut, findet überhaupt gar keine Sanktionierung statt. Und meines Erachtens nach hat das auch mit dazu geführt, dass eben es auch diese Enthemmung gab, weil okay, dann wird das halt gelöscht, dann postet es halt nochmal oder postet noch was Krasseres oder so, weil es passiert ja überhaupt gar keine Strafverfolgung. Und da gibt es jetzt eben, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, gibt es jetzt 2 Gesetzesentwürfe, die versuchen, das nochmal eben aufzugreifen und da eben Strafverfolgung zu machen. Ist auch alles nicht ganz unumstritten, aber zumindest wird da sozusagen was dran gemacht. Genau, und dann sollten die gesetzlich zur Löschung verpflichtet werden. Das sind sie ja eigentlich dann nach NetzDG. Also eigentlich sind sie, wenn man das meldet und die Plattformbetreiberinnen das prüfen, sind sie dann auch gesetzlich zur Löschung nach deutschem Recht verpflichtet. Also deswegen ist es auch so wichtig, zumindest in diesen Fällen ist es auch so wichtig, nach NetzDG zu melden. Genau, vielleicht sage ich nochmal schnell was. Eine kurze Zwischenfrage stellen. Ich habe sehr häufig schon Dinge gemeldet. Ich habe den Fehler gemacht, nicht nach NetzDG, das stimmt, aber nichtsdestotrotz Inhalte gemeldet, wo wirklich meiner Meinung nach sehr klar rassistische Formulierungen waren. Also bei sexistischen Formulierungen ist es ja noch etwas problematischer, aber bei rassistischen Formulierungen finde ich das sehr, sehr klar zuzuordnen, wann das Rassismus ist, wobei die Worte, die Renate vorhin gebracht hat, das sind, finde ich, auch sehr eindeutige Beleidigungen. Aber sehr, sehr häufig bekommt man dann die Antwort vom Betreiber des Social-Media-Kanals, dass das nicht gelöscht werden muss.
Wie kommt das zustande, dass da offensichtlich die Standards, die wir ansetzen, so unterschiedlich sind? Weil eben die Standards, die wir sozusagen als Gesellschaft haben und die wir auch in unserem deutschen Rechtssystem haben, auf den Plattformen eben nicht gelten. Das sind Wirtschaftsunternehmen und die richten sich nicht nach den, also richten sich sozusagen, bevor es das NetzDG gab und auch wenn du nach Community-Standards meldest, richten die sich nicht nach deutschem Gesetz. Das heißt, Holocaust-Leugnungen, die in Deutschland strafbar sind, wurden von Facebook einfach nicht gelöscht bis ins letzte Jahr. Bis Herr Zuckerberg sozusagen dann nach öffentlichem Druck angekündigt hat, ja, jetzt löschen wir das mal. Nachdem irgendwie, ne, also wo man sich so denkt, what? Ne, also dafür musste erstmal irgendwie Trump an die Macht kommen und noch, keine Ahnung, jetzt sehen wir ja, was irgendwie passiert ist. Und jetzt hat man sich mal dazu herabgelassen, irgendwie Holocaust-Leugnungen zu löschen. Aber zum Beispiel verfassungsfeindliche Symbole und so ist auch ein Riesenthema, ne? Weil die sind eben in den USA nicht strafbar, Freedom of Speech. Dann macht man das halt nicht. Und deswegen, das ist halt sozusagen, also es gibt eine Tendenz dazu, eher weniger zu löschen als zu viel. Und es ist halt willkürlich. Und die Sachen, die eben, also Hass, Wut, die bringen halt viel Traffic. Die emotionalisieren. Die emotionalisieren mehr als ein Katzenvideo. Ne? Die sind, die, wenn du dich aufregst über irgendwas, wenn du dich über was empörst, wenn du mit jemandem mit, ne? Also ne? Wenn du dich dann in so eine Wut irgendwie reinsteigerst, dann bringt das Interaktion, das bringt Empörung, da schreiben die Leute, da liken die Leute, da bleiben die Leute länger auf der Plattform. Und das ist ja im Prinzip das Geschäftsmodell auch, ne? Inhalte zu versuchen zu finden, durch den, also den Algorithmus zu nutzen, um Inhalte zu finden, die eben sehr emotionalisieren und die dann vielen Leuten zu zeigen. Und extreme Inhalte emotionalisieren halt einfach sehr. Und deswegen haben die Plattformen auch nur ein ganz bestimmtes Interesse daran, diese Inhalte eben aus dem Netz zu nehmen. Vielleicht erstmal so weit, Renate. Das ist nicht einfach jetzt, weil wir, glaube ich, so viele verschiedene Themen da haben, wo ich dann gar nicht weiß, ob wir dann, also ob man dem dann so beim Diskutieren immer folgen kann oder wir es ein bisschen aufteilen. Ich will mal sagen, unser Grund, zwei, drei Gedanken dazu. Unser Grundproblem ist doch, dass sich da mit den Plattformen Kommunikationsebenen angeboten haben, die wir am Anfang gar nicht verstanden haben, beziehungsweise bei denen wir gar nicht wussten, wie deren Geschäftsmodell ist. Ja? Also am Anfang sich ganz bescheiden geben, aber erstmal rund um den Globus, und zwar egal wer, ob sich Google, Facebook, Twitter, YouTube, wer immer sich verteilt hat, sie haben angefangen, als allererstes breit rund um den Globus zu agieren. Ja? Haben dann immer genutzt die Tatsache, wenn sie in den USA sitzen, dass sie sagen, also bei uns gilt US-Recht und wir mussten überhaupt erst in der Art Nacheile anfangen, ein Stück, wo wir immer noch bei sind, ein Stück einen rechtlichen Rahmen zu setzen, um zu sagen, so geht es ja auch nicht, dass irgendeiner sich als globaler Konzern ausgibt und sagt, ich muss mich sowohl rechtlich als auch von meinen Community Rules her nur nach dem richten, was sozusagen in den USA gilt. Ist ja auch, wenn man mal überlegt, vielleicht hätten wir vor 15, 20 Jahren alle miteinander das noch gar nicht so scharf wahrgenommen oder haben es. Es führt ja dazu, dass du fast wie so ein, also ein privater Anbieter als eine globale Weltregierung hast, faktisch, ja? Die nämlich bestimmt, was strafrechtlich geht oder nicht. Und die im Übrigen ja auch ein paar Nebeneffekte hat. Zum Beispiel den, dass sie, also oder erstmal der Trick noch, wir sind ja nur eine Plattform, für den Content, für den Inhalt sind wir nicht verantwortlich. Gleichzeitig machen sie aber mit dem Inhalt, mit der Emotionalisierung, Annalena hat es angesprochen, ein Wahnsinnsgeld. Haben die Algorithmen dazu, die mich also in eine bestimmte Richtung schicken können, um noch mehr Geld zu machen. Also wenn ich an Kreuzfahrten interessiert wäre, würde ich immer Kreuzfahrten als Werbung kriegen oder so, ja. Wenn ich einen bestimmten Hass, einen bestimmten Inhalt interessiert, kriege ich das plötzlich. Ihr müsst einfach mal irgendwas Komisches suchen, ja. Dann merkt ihr, was ihr vorher nie gesucht habt, zweimal, dann merkt ihr, was da hinten passiert, wie sich plötzlich zum Beispiel Werbung, wie ihr seht, verändert. Sie haben damit Fakten gesetzt und haben dann in den ersten Anfängen als Staatsanwälte zum Beispiel allein überhaupt mal Informationen wollten, Namen wollten, um zu verfolgen, da wo es nach diesem Recht
gegangen wäre, haben sich einfach doof gestellt oder totgestellt oder haben gesagt, na, wenden Sie sich bitte an unsere Dépendance in den USA, ja, mit freundlichen Grüßen. Weshalb sowas Banales wie, das Wort ist vorhin gefallen, per NetzDG einen inländischen Zustellungsbeauftragten zu haben, ja, dass du hier jemand in Deutschland schreibst, ich habe folgenden Anspruch und es nicht in die Erdumlaufbahn geschickt wird. Mal, da haben wir richtig rudimentäre juristische Arbeit gemacht. Was Sie erreicht haben damit, ist übrigens, das muss man als Nebenwirkung sagen, eine Wahnsinnsorganisationsplattform für den Hass. Sie haben darüber noch mehr Werbegelder eingenommen, mehr Klicks gehabt, mehr Emotionalisierung, haben also Geld auch damit gemacht, dass zum Beispiel eine rechtsextreme Szene oder mehrere sich dort organisieren und sie auch darauf zugeschnitten Werbung anbieten können. Ist der eine Punkt. Also haben sich in keiner Weise irgendwie der Demokratie verpflichtet gefühlt. Und im Übrigen hat das dann noch einen riesen Kollateralschaden. Ich glaube, fast 80% der Werbegelder gehen mittlerweile online. Ja? Egal, ob das jetzt Online-Medien sind, die von den üblichen Zeitungen oder Magazinen her einer journalistischen Praxis noch folgen oder ob es auch in diesem Kontext dieser Plattform und so weiter ist. Aber 80% geht mittlerweile online. Das ist auch der Anteil des Sterbens von Zeitungen, ja? Und Zeitungsvielfalt. Weil du mit einem und da ist jetzt der Punkt, also wir lassen einen Journalismus sterben, einen seriösen Journalismus damit faktisch zu, der auch heißt, dass die Qualitätsfragen und die Seriositätsfragen und die rechtlichen Verbindlichkeiten weg sind. Ja? Die kriegen Presserat, du kannst sie einfach verklagen und. Ja? Das kannst du aber bei diesem Online nicht, weil du erstmal niemanden findest, keinen Zustellungsbeauftragten hattest oder sie sagen, für den Inhalt sind wir nicht verantwortlich, wenn da jemand postet oder tweetet. An die kommst du aber auch erstmal nicht ran. Und dann geht ja das Problem, sag ich mal, rechtlich noch weiter, dass die da posten, ja selber auch geschult sind. Annalena hat vorhin über das Handbuch für Medienguerilla geredet. Sie sind ja so geschult, deshalb hast du dich vielleicht gewundert, Nina, wenn du sagst, du hast irgendwas angezeigt, was definitiv strafbar sein muss, ja, gefühlt ja. Aber wenn man juristisch hinguckt, merkt man, sie sind miteinander so geschult, dass sie nie sagen, heute Abend tritt Nina auf einer oder Renate auf einer Veranstaltung auf, ich gehe da jetzt hin und haue ihr eine und mache irgendwas und komm mal bitte mit und unterstütze mich, sondern wenn ich auf einer Veranstaltung wäre, wo Folgendes passieren würde, ich gebe zu, ich würde lachen oder so. Aber das Bild im Kopf, ja, das ist ja eine neurologische Frage, wird immer produziert, wie schön wäre das, es wäre da jemand, der Renate eine haut, ja. Und das ist aber auch damit hast du ja das normale Aggressionslevel wird angehoben bis zum Augenblick, wo das dann vielleicht auch einer tut. Und dagegen ging mir eigentlich immer auf den Nerv, wenn dann Mark Zuckerberg mal wieder irgendwo in einem Hearing gesagt hatte, oh, sorry, we didn't see our responsibility. Der hat natürlich alles gesehen. Ja? Er tut gut, er weiß haargenau, womit er Geld verdient. Nächster Aspekt, sie gehen mit unseren Daten um, auch wenn sie sie nicht rausgeben, sondern sagen, du kannst bei uns Werbung schalten in einer Art Microtargeting. Ja, also wenn du bei Facebook einen Auftrag gibst, dann können wir das zielgenau für Leute, die sich dafür oder dafür interessieren, senden und du kannst sie aufhetzen, wie du möchtest, ganz toll oder animieren, dein Produkt zu kaufen, deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und es ist ja so weit gegangen auch, dass sie zum Beispiel selber dann Daten rausgegeben haben zu Forschungszwecken an Cambridge Analytica und sich haben unterschreiben lassen, ja, wir brauchen die Daten nur für Forschung. Aber wie naiv ist das denn? Tausende, zehntausende Informationen, die dann am Ende von der Brexit-Kampagne genutzt wurden, ja? Genutzt, um selber gezielt Leute anzusprechen und. Also sie haben auch kein Interesse daran, unser aller Daten zu schützen. Das sieht man ja auch gerade wieder als bei WhatsApp wieder irgendeine Idee da war, mit wem alles ihre Daten selber austauschen wollen. Wir haben also insgesamt so ganz viele, ich nenne es mal Kollateralschäden in dem Bereich. Und was wir machen, ist eine rechtliche Nacheile. Das erste NetzDG war zu schnell gemacht und hat ein paar Fehler, zum Beispiel das auch bei Meinungsfreiheit. Wie kann ich eigentlich, wenn bei mir was zu Unrecht gelöscht wurde, eine Gegendarstellung machen? Ja? Also gab es noch diverse Punkte an der Stelle. Da steht die Evaluierung auch schon über ein Jahr aus und soll jetzt aber irgendwann in den nächsten Wochen kommen. Parallel dazu hat man gemerkt, dass diese Pflicht zu löschen, Annalena hat es ja beschrieben, ich melde was und klicke an nach NetzDG, ja,
Jetzt haben sie die Pflicht zu löschen, aber manche denken, damit sei auch schon ein Strafverfahren verbunden, ist aber nicht. Jetzt merkt man aber, dass der Rechtsextremismus, Terrorismus sich so organisiert hat, dass das sowieso auch nicht reicht. Also kam nach Halle und nach Kassel, kam dann auch diese Koalition auf den Punkt zu sagen, wir organisieren eine Meldepflicht, dass in den Fällen ans BKA zu melden ist, dies weitergeben an die Staatsanwaltschaften und die an der Stelle dann an die Zuständigen, aber auch in der Lage sind, da Lagebilder und Analysen über die auch kommunikative Organisation von Rechtsextremismus anzulegen. Dieser Gesetzentwurf hat allerdings auch ein Problem. Ich glaube, das ist das Problem, sich selber vor zu vielen Fällen zu schützen, weil sie nämlich verschiedene Meinungsäußerungsdelikte da drin haben mit der Meldepflicht, aber nicht die normale Beleidigung. Ich glaube, das war so ein, und das ist natürlich eigentlich auch wieder kurios, ja, weil natürlich, weil doch die normale Beleidigung doch auch der Anfang ist von Zersetzungsstrukturen und so. Aber dieses Gesetz, makaber wie es ist, und das schafft diese GroKo ja immer, ist, ich glaube, im Juli letzten Jahres dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vorgelegt worden, damit es dann auch verkündet wird. Der hat es angehalten, ein, ich finde, einmaliger Vorgang. Er sagt nicht, ich lasse es nicht zu, also und lehne ab die Ausfertigung, was ja so aussehen würde, wie der Bundespräsident Steinmeier sagt, diese Art des Kampfes, BKA-Zuständigkeit gegen Rechtsterrorismus, ist mir nicht wichtig oder so, ja, das wäre komisch. Auf der anderen Seite kann das auch nicht unterschreiben, weil ein paar Tage später in einer ganz anderen Verfahren zum Thema BKA nochmal klar Datenschutzregeln drin waren, was darfst du mit den Daten alles machen, die eigentlich eine Fortsetzung von einer 2012er Entscheidung waren. Da hat dann das Präsidialamt gesagt, oh, das ist da verfassungswidrig, da werden nämlich die Daten sofort weitergeleitet ans BKA, ohne große Sperren und. Und jetzt liegt es immer noch beim Bundespräsidenten und jetzt gibt es vorliegend eine Gesetzesänderung, wo, was jetzt heißen soll, dieses wird mit ein bisschen mehr Datenschutzregeln versehen und wird auch soll an Bundespräsidenten geschickt werden, wenn es in zweiter Lesung demnächst durch den Bundestag ging, damit der Bundespräsident sozusagen das Ding vom letzten Juni plus die Änderung, er kann sozusagen juristisch ein Gesetz unterschreiben, um im zweiten gleichen Gesetz und Verordnungsblatt das Änderungsgesetz, wir nennen es Reparaturgesetz, ja, dann auch mit zu veröffentlichen. Kurioser Vorgang und was immer noch nicht passiert ist, dass es so eine Art Zwei-Stufen-System gibt, dass man letzter Danke, wir sagen als Grüne eigentlich gesagt, es sollte eigentlich so sein, dass die dann, wenn sie sagen, das sind Straftatbestände, sie ans BKA melden und die Informationen zu der Person in so einer Art Quick Freeze einfrieren. Und erst wenn das BKA sagt, ja, wir sehen auch, dass das eine Straftat ist, erst dann die Daten rübergeben und den Rest dann löschen. Es gibt einige in der Koalition, die fänden das eigentlich auch das richtige Verfahren, aber die können sich da scheinbar nie durchsetzen. Warum will ich das im Kontext Rechtsextremismus? Weil es ja auch darum geht, unser aller Bürgerinnenrechte und unser aller Datenschutz zu verteidigen. Ja? An der Stelle, weil alles kann ja gegen jeden benutzt werden eines Tages. Und sag mal so, du hattest vorhin gefragt, Nina, nach, ob diese DSA, das Digital Services Act, auf europäischer Ebene uns hilft. Ich hoffe es. Ja? Wir müssen gucken, was da dann alles wirklich geregelt wird. Das ist quasi wie ein NetzDG auf deutscher Ebene. Eigentlich ist dafür für diesen ganzen Regelungsbereich auch die europäische Ebene zuständig und die versuchen jetzt ein paar verschiedene Dinge zu regeln. Das sitzt da und ich hoffe, dass es ein paar Probleme so löst, dass wir auch als Europa mit gemeinsamer Regelung agieren. Ne? Ja, vielleicht kann ich nochmal ganz kurz, ich sage nochmal zwei Sachen zum NetzDG, also da ist ja zum DSA, weil das ja auch so gefragt wurde, da ist jetzt der erste Entwurf der Kommission rausgekommen, leider Gottes. Wie im deutschen NetzDG ist keine Löschpflicht vorgesehen, Betroffenenrechte sind nicht wirklich, also werden nicht wirklich gestärkt, also das ist auf jeden Fall eine Riesenenttäuschung. Damit ist ja noch nicht, das ist ja noch nicht der letzte Schluss des Ganzen, aber da muss jetzt sozusagen wirklich auch im parlamentarischen Prozess noch eine Menge passieren, dass eben wir da nochmal Betroffenenrechte eben in diesen Gesetzesentwurf eben reinverhandeln können. Und ich würde gerne nochmal was sagen, weil du das am Ende so gesagt hast und mir das auch so auch so ein persönliches Anliegen auch ist, nochmal wegen der Meldeadresse.
Das muss sich tatsächlich ändern. Also es gibt jetzt in diesem einen neuen Gesetzesentwurf, von dem Renate gerade gesprochen hat, gibt es schon einen Vorstoß. Also die Bundesjustizministerin hat das auch erkannt und hat sozusagen einen Vorstoß gemacht, dass das erleichtert wird. Das heißt, sobald dieses Gesetz in Kraft tritt, sollten viele grüne Frauen nochmal, politisch engagierte Frauen nochmal versuchen, diese Meldesperre zu beantragen, weil es dann viel, viel einfacher gehen soll. Und ich habe auch an zwei Stellen sozusagen im Berliner Abgeordnetenhaus, wenn es jetzt um Berlin geht, das auch nochmal moniert. Und eigentlich war das sozusagen in die Verwaltung weitergegeben worden, dass man da auch einfach nicht mehr so streng sein soll. Aber ja, in der Praxis dann immer auch mal wieder ein bisschen, immer noch mal ein bisschen anders. Aber sozusagen, also sobald dieses Gesetz in Kraft getreten ist, bitte alle nochmal zum Einwohnermeldeamt und versuchen eben diese Melderegistersperre durchzusetzen. Nichtsdestotrotz, meines Erachtens nach, warum? Das kommt eben aus den Zeiten, wo wir noch Telefonbücher hatten, wisst ihr noch? Und dann konnte man da so nachschlagen und da standen immer die Adressen und Telefonnummern von allen und es wurden nur die gestalkt, die einen komischen Namen hatten. Heute passieren ganz dann mal so Klingelstreiche am Telefon und so. Heute passieren ganz andere Sachen. Und das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und es gibt auch überhaupt gar keinen Grund. Also es gibt, würde viele andere Workarounds gehen. Also zum Beispiel, dass man eben so eine Codenummer hat oder sich eben authentifizieren muss, wie man das eben mit so einem Postident-Verfahren oder so machen muss. Und das Gleiche ist, und das ist auch für ganz viele ein Problem, weil sie damit nämlich auch aus dem Netz verschwinden, ist die Impressumspflicht. Ne? Weil nämlich, wenn ich eine Webseite habe oder einen Blog und mich irgendwie sozusagen auf meinen eigenen Netz vier Wänden auch politisch äußern will, dann muss ich eben eine Adresse angeben. Das ist meistens meine Adresse von zu Hause. Und dann überlege ich mir dreimal, ob ich da noch so provokante Sachen poste, weil wenn dann die Leute sozusagen an meine Adresse rankommen, dann ist das ein Riesenproblem. Also ich glaube, sozusagen diese zwei Sachen, wenn du jetzt ganz konkret fragst, das sind Dinge, die wir auf jeden Fall ändern müssen. Und das Dritte, vielleicht auch nochmal so was Handfestes, was ich finde, was man auch leicht abräumen könnte, ehrlich gesagt, und was ich auch überhaupt, wo ich auch nicht begreifen kann, wie das einfach so sein kann, ist, dass Betroffene, wenn die eine Strafanzeige stellen oder auch einen Strafantrag, immer gezwungen werden, bei der Polizei ihre Adresse anzugeben. Und dann später im Strafverfahren die Gegenseite Akteneinsicht beantragen kann. Und dann sozusagen man nicht nur beleidigt wird, sondern die andere Seite dann auch noch irgendwie die persönlichen Daten in der Hand hat. Und dann nämlich wirklich sozusagen der Horror, wenn er dann nicht schon da war, dann wirklich sozusagen garantiert der Horror losgeht. Und das, also da kann ich aus ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus unseren Verfahren, da streiten wir uns zum Teil mit Gerichten rum, die dann das einfach nicht verstehen, dass man da nicht einfach, wir sagen dann, man könnte doch eine Anwaltsadresse angeben oder man könnte unserer Hate-Aid-Adresse angeben oder man könnte sozusagen irgendwie, also von der Organisation oder eben von der Kanzlei, nein, nein, oder bei den Grünen eben von der Partei oder so, nix. Das wollen, also einige machen das, akzeptieren das auch ohne da irgendwie, die verstehen das, aber also da haben wir uns schon rumgestritten zum Teil und kämpfen darum sozusagen mit auch Klientinnen, also Frauen, auch Klientinnen, die schon vom Staatsschutz begleitet werden, die schon Morddrohungen bekommen haben und wo dann das Gericht trotzdem sagt, nee, es muss aber die Privatadresse, Sie sehen das nicht, warum hier nicht die Privatadresse angegeben werden kann. Und das ist mir ein absolutes Rätsel und das finde ich völlig unzeitgemäß. Und da finde ich, bräuchte es bundesweit einfach ganz klar eine Regelung, dass da eben Zeugen, dass sie klar geschützt werden, weil das ganz viele Leute davon abhält, überhaupt in die Anzeige zu gehen. Also gerade bei dem Strafantrag, wo man eben dann auch persönlich auftreten muss, machen ganz viele Leute nicht, weil die einfach sagen, nee, da mache ich mich ja noch vulnerabler, als ich schon vorher bin, noch angreifbarer, mache ich nicht. Ja, vielen Dank für den wichtigen Punkt nochmal. Ich glaube, dass tatsächlich das ist was, was mit dem Thema Sensibilisierung zu tun hat, denn du hast ja auch gesagt, einige akzeptieren es, andere nicht. Ich hatte einen Fall, wo der Beamte beim LKA mir eindringlich empfohlen hat, auf keinen Fall meine Privatadresse da anzugeben und komme, was da wolle, soll ich doch bitte nur die Geschäftsadresse angeben. Also das fand ich sehr, sehr angenehm, dass der Beamte beim LKA schon so weit war. Aber genau, das ist wahrscheinlich die Ausnahme. Insofern ist da, glaube ich, auch noch viel, viel zu tun, was Sensibilisierung angeht, bei den Beamten, bei den Leuten da im öffentlichen Dienst auch, aber eben genau auch gesetzlich. Und
Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Ich fand das einen sehr guten Austausch mit euch beiden. Ganz herzlichen Dank. Ich weiß, dass einige Fragen von ZuhörerInnen nicht beantwortet wurden. Das tut mir ehrlich leid. Aber es ist immer so in diesen Webinaren, dass am Anfang die Fragen so ein bisschen zurückhaltend sind und je länger man diskutiert, schreiben plötzlich ganz, ganz viele. Ich glaube aber, dass viele der Fragen, die ich eben so beim Überfliegen in dem Dokument gesehen habe, auch sich beantworten, wenn ihr nochmal auf die Seite von HateAid geht. Die ich euch nur sehr ans Herz legen kann. HateAid.org ist das. Schaut euch das alle an. Das hilft auf jeden Fall. Und wir nehmen das auch alle, glaube ich, nochmal mit, den Appell zusammenzustehen, sich gegenseitig zu entlasten. Das ist, glaube ich, gerade im grünen Kontext. Wir haben unsere grüne Netzfeuerwehr, die da viel hilft. Aber ich glaube auch tatsächlich nochmal der Aufruf an Betroffene, sich dann auch gerne bei anderen in der Partei direkt nochmal Hilfe zu holen. Macht das. Wendet euch an eure Kolleginnen und Kollegen in den BVV und in den Bezirksvorständen, aber natürlich meldet euch auch in der Landesgeschäftsstelle, wenn ihr Hilfe braucht. Viel mehr kann ich dazu jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Renate, vielen, vielen Dank dir auch. Ich muss sagen, Ina, man kann es auch gleich zum BVV-Thema machen, nach dem Motto, wir werden angegriffen, nicht nur ich. Das stimmt, das ist sehr gut. Und genau, ich möchte euch nochmal danken. Ich möchte auch Renate dir danken, dass du dieses Thema politisch so groß gesetzt hast mit einigen anderen grünen Frauen, aber dass du da auch persönlich so reingegangen bist. Ich glaube, das ist ein Role Model, was vielen auch Mut macht. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir, Annalena, für deinen Input und für eure Arbeit von HateAid, die, glaube ich, vielen, vielen Betroffenen sehr hilft. Ja, also insofern vielen Dank für den guten Austausch heute Abend und ich wünsche euch allen noch einen schönen weiteren Abend und bis hoffentlich bald mal. Ich bin auch, danke. Ja, tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss.